Hallo liebe Leute, wir befinden uns hier am Supercharger in Erftstadt. Ich will mal kurz umgreifen. So, ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen. Ich habe jetzt kein Kontrollbild. Ja, erstmal sorry, vielleicht für die schlechte Tonqualität, weil es hier ein bisschen windig ist und ich habe kein externes Mikro dran, aber ich glaube, es wird schon irgendwie gehen. Ja, also wir sind wie gesagt in Erftstadt am Tesla Supercharger. Früher gab es hier eine einstellige Anzahl an Superchargern. Mittlerweile sind es 26, schon wahnsinnig. Ja, ich drehe mich mal kurz ein bisschen um. Ich nehme das Handy mal andersrum, dann kann man es besser sehen. So, machen wir ein bisschen näher. Also hier sieht man die Ladeinfrastruktur von Tesla in Erftstadt. Also da drüben sind die alten Charger, die aber auch umgerüstet worden sind. Also der alte Standort ist da. Dann hatten die hier auf der Seite auch schon welche, aber das waren nur Palettencharger. Und die sind aber jetzt richtig getauscht worden durch die neuen 250 V3 Charger. Ja, ich zeige euch mal, wie das aussieht hier. Muss natürlich jetzt hier so ein Motorrad, so ein Verbrenner hier durchknattern wieder. So, schon wahnsinnig, wenn man sieht, wie groß die Fläche ist. Ich drehe mich hier einfach mal im Kreis, damit man sehen kann, wie Elektromobilität funktioniert. So, wir gehen mal kurz zu meinem Auto. Tesla Model S P85 Performance Tesla aus 2013, also schon 7,5 Jahre alt, aber er sieht immer noch tipptopp aus. Ja, was ist hier besonders? Dadurch, dass der 85er noch keinen CCS-Anschluss hatte, habe ich ihn umbauen lassen. Das heißt, wir haben diesen Adapter bekommen, der adaptiert diesen CCS-Stecker auf Typ 2. Der Umbau hat damals 500 Euro gekostet. Dafür hat man nicht nur den Adapter bekommen, sondern auch hier in der Ladetechnik wurde was geändert. Und also an dem Anschluss, dass der quasi Typ 2 und CCS laden kann mit diesem Adapter. Mittlerweile kostet der Umbau, glaube ich, 300 Euro. Das haben sie günstiger gemacht. Ich will euch mal kurz den Unterschied zeigen. Und hier ist nur der CCS-Stecker. So sieht er aus. Also oben dieser Typ 2. Stecker mit diesem Anhängsel, der ihn zum CCS-Stecker macht. So. Dieses Video ist vielleicht interessant für die Newcomer, für die alten Hasen ist vielleicht langweilig, aber ich zeige es trotzdem mal. So sieht übrigens der normale Typ 2-Stecker aus. Mal wieder reinkriegen. So. Also von der, ich schalte mal wieder kurz um. So. Also von der Ladegeschwindigkeit macht das gar nichts aus, ob man mit dem Typ 2 Stecker lädt oder mit dem CCS Stecker. Die Ladegeschwindigkeit hängt vom Auto ab, also vom Tesla. Bei den älteren Modellen ist das ein bisschen langsamer und bei den neueren Model 3 oder bei den neueren Plate Model S Modellen hat man also Ladeleistungen von bis zu 230, 235 kW, habe ich glaube ich bei jemandem mal gesehen. Schon ganz, ganz toll eigentlich. Ne? So, ach, ich sehe gerade noch was. Kurz mal umschwenken wieder. Das ist jetzt auch neu, dass bei vielen Superchargern, hier oben sieht man es übrigens, kann man auch hier zoomen, Moment, ah, so einfach geht es nicht, aber, mal gucken wir auf normal, die Qualität am besten, so, bei den neuen Superchargern steht auch immer Mülleimer. Das Interessante dabei ist, das heißt bei den neuen, also die haben auch alte Stationen, wo sie das umgerüstet haben. Wenn man hier unten drauf drückt, push me down, geht die Klappe oben auf und er zeigt den Füllstand an. Das bedeutet, wenn der Füllstand, keine Ahnung, ich glaube, wenn der ganz oben ist, dann meldet das System das und ja, dann kommt jemand vorbei und leert den Mülleimer. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob das so ist. Also wie ich vermute, dass wenn der Füllstand oben ist, dass der Mülleimer voll ist, oder muss der Füllstand unten sein, also genau umgekehrt. Mr. Phil, wer weiß es, schreibt es bitte in die Kommentare. Plus 3.1, also kommt nicht aus Deutschland das Modell. Aber es ist eine coole Sache, dass auf jeden Fall mittlerweile an den Tesla Superchargern auch Mülleimer sind. Da hinten ist übrigens noch einer, also zwei Stück. Da braucht man nicht so weit laufen. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ach, da drüben ist noch einer. Also drei Stück, drei Mülleimer sind hier an dem Standort vorhanden, die ich jetzt direkt sehe.
Jo. Ich zeige euch mal kurz noch, wie das hier alles aussieht. Aber was interessant ist, das kann man vielleicht nicht so sehen, wenn man auf dem Navi schaut, kann man wahrscheinlich auch diesen Schriftzug sehen von oben. Also hier geht's los. CH A R G E, also Charge, also Laden. Was steht dann hier weiter? Hier. H E R E. Also wenn man auf den neueren Navikarten dann schaut, dann kann man schön auf dem Platz von oben sehen, Charge hier, also dass man dort laden kann. Ganz witzige Sache eigentlich, die Tesla sich da, ja, ob sie erfunden hat, würde ich jetzt nicht sagen, aber dass das einfach umsetzen, finde ich schon ganz gut. Also von den ganzen Stalls, wie man hier sieht, das sind alle CCS Stalls. Da hinten auch. Also hier ist auch noch CCS alles. Hier ist auch CCS. Auch CCS. Und dann sind hier 1, 2, 3, 4. Also dieser, 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 dieser. Und da hinten die. Also 8 Stalls sind noch mit normalem Typ 2 Stecker. Ja. Also wenn man noch nicht den Umbau hat, kann man immer noch hier problemlos mit den alten Typ 2 Steckern laden. Ja, ich wollte nur ein kurzes Video machen, um euch das mal zu zeigen, wie der Standort hier aussieht. Das ist, wie gesagt, mein altes Tesla Model S P85. Gefällt mir relativ gut. Ich habe jetzt eben, da drüben habe ich einen gesehen, das ist ein normales S85 Modell, also ohne P. P bedeutet Performance. Und das hat der da drüben nicht. Und das ist hier ein Performance Model. Kann man hinten schön an dem Aufdruck sehen. P85 bedeutet P wie nach Performance und 85 ist die Akkugröße. Also was hier besonders ist an dem Model ist, dass der einen Heckspoiler hat. Den haben die normal nicht. Dann hat er automatische Heckklappe, hat auch nicht jeder. Jo. Und er hat natürlich den großen Frunk. Da sieht man alles, was da drin ist. Ich gehe mal kurz zu dem anderen. Darf ich mal kurz stören? Ich wollte nur mal kurz mal filmen, dass das das normale S5, das normale Modell ohne Performance, ne? Ja. Genau. Der hat also keinen Heckspoiler, ne? Nee. Und hat auch kein Schiebedach, ne? Nee. Okay. Das wollte ich nur mal einen Unterschied mal zeigen. Danke. So. Jetzt kommt da vorne ein Model X. Das ist ein mit Flügeltüren. Kommt jetzt hier reingedüst. Colonia Marketing, Immobilienagentur. Jo, wir verabschieden uns jetzt hier aus Erftstadt und mein Akku ist jetzt voll und ich fahre jetzt weiter. Wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, macht bitte einen Daumen hoch und kommentiert das Video. Vielen Dank, Leute. Ciao.